So. Ist mal komisch, wenn man da jetzt steht, ne? Ja. Ja. Ah. Wie viel sind wir schon auf Sender? Sind wir schon? Ich glaube, ja, dein Part kommt mit. Ja, moin moin. Hi, ist der Dirk. Wir haben uns überlegt, Wilfried und ich, wir machen einfach mal so ein. Wir wissen den Arbeitstitel noch gar nicht. Ja, vielleicht könnt ihr uns da ja helfen und. Eine Überschrift. Ne, wie Studio B oder die Hamburg wird zur Fahrradstadt und wir helfen mit. Und ja, und aus dieser Sendung sollen auch diese Interessen und Anregungen und zusammenfließen vielleicht. Und von euch auch Vorschläge gemacht werden. Ja, vielleicht kann sich da was entwickeln. Wir haben immer wieder neue Nachrichten. Wir versuchen immer das Neueste so aus den Häkelbüdel-Kistchen zu plaudern. Wir haben hier in Hamburg, hier im Norden, das Umweltzentrum Karlshöhe, was auch sehr aktiv wird in der Fahrrad. Ideen. Sie machen dort einen Flohmarkt. Das ist am 22. April von 10 bis 12 Uhr. Und es gibt ja nächste Woche in Karlshöhe eine Gesprächsrunde über die Fahrradstadt Hamburg. Es geht los um nächste Woche, also am Donnerstag, den 27. April. Es geht los um 18.30 Uhr. Wir sind 20.30 Uhr und es ist auch dort eine Verlosung von dem Wochenblatt, was dort auch ein Faltrad gespendet wird von Fahrradkort und gewonnen werden kann und auch die Übergabe ist. Wir machen eine kleine Show und stellen noch ein paar Fahrräder vor. Das sind meistens Lastenräder und Falträder. Kommen Sie vorbei am Donnerstag, 27. April um 18.30 Uhr. Wir sind für Sie da mit Fragen und mit einer Diskussionsrunde. Ja, das war so das Neueste, was wir erstmal. Genau, über Facebook hatte ich auch schon diese Flyer hier gepostet. Ja. Den hier. Ah, ja. Ich werde den auch nochmal einzeln hochposten, dass das keiner vergisst. Unsere Instagram-Seite kann man nochmal erwähnen. Da haben wir auch nochmal immer schicke Sachen. Fotos hier vom Laden und wenn Wilfried hier durchpäst und irgendwelche Räder stellen wir vor. Also da Dirk ist immer schnell dabei und Dirk hält hier alles fest und bringt auch so neue Ideen herein und was man auch weitergeben kann, gerade auf Facebook und ja, einfach im Netz. Und wir versuchen da immer ganz, ganz aktuell zu sein. Also wir haben natürlich das Thema, fand ich, hier müssten wir noch mal ganz kurz aufgreifen. Da ich mir keine Namen merken kann, wer mich kennt, weiß das. 200 Jahre Fahrrad. 200 ja. Jahre. Also ich habe mir mal so ein paar Eckpunkte aufgeschrieben. 1817 ging es los. Ja. Das war der Dreis, das Laufrad. Er hat eigentlich ein Laufrad ja erfunden, genau. Kein Fahrrad. Die Technik kam ja später mit dem Hochrad. Das Hochrad war dann auch ein Fahrrad ohne Kette. Die Ketten kamen etwas später und wo die Ritzel und die Kette erfunden worden oder erkannt worden ist für dieses Laufrad, da ist das Hochrad wieder runtergekommen und dann wurde das Fahrrad, wie wir das eigentlich heute kennen, mit zwei Laufrädern, mit zwei Ritzeln mindestens und eine Kette und Pedalen da dran. Das Hochrad muss man mal dazu sagen, 1870. Und dann habe ich aufgeschrieben, fand ich so toll. Ein Jahresgehalt ging für einen normalen Arbeiter dafür drauf. Also war eigentlich ja nur für Reiche vorgesehen. In den 30er Jahren war das ein Monatsgehalt für ein Fahrrad. Also 1930 und bis 1940 musste man ein Monatsgehalt für ein Fahrrad bezahlen. Und da war auch die großen Bewegungen und die ersten Clubs kamen dort und es wurde auch, glaube ich, du hast es mal nachgelesen, die erste Tour de France war 1903. Die erste Tour de France. Da war also das Fieber schon da. Ich fand auch nochmal interessant, 1887 kam der erste Luftreifen von Herrn Dunlop. Das war toll, ne? Und für mich natürlich, 1997 fand ich auch nochmal Roloff. Also so lange. Ja, sind so, doch so weite Gebiete. Das war die erste Schaltung, Made in Germany aus Kassel, Herr Roloff.
mit 14 Gängen. Die erste Narbe auf dieser Welt, die gedichtet war. Die hört. Die, hier, das, nee, das ist ein Shimano. Ja, so ein Shimano ist noch, ja, die Roloff, sieht aber so ähnlich aus. Ja. Ist nur in den hinteren Laufrädern drin und nicht im vorderen. Sie ist gedichtet mit zwei Simmeringen und die ist noch die einzige Narbe auf dieser Welt, die so gedichtet ist, dass kein Staub reinkommt, sondern nur noch was rausgenommen werden kann und so doch sehr langlebig ist und relativ wartungsfrei. Du hast sie auch in vielen Rädern hier verbaut, ne? Da bist du auch echt von wir überzeugt. Wir sind gleich dabei gewesen bei Fahrradherstellern und sie fährt heute um die Welt. Sie ist als Reiserad, als Reisenarbe wird sie sehr gerne genommen, weil wenn man dort Sorgen hat, ich habe gerade einen Kunden, der in Vietnam war, da war seine ein bisschen laut geworden, er hat Sorgen gehabt mit der Narbenschaltung. Sie ist ihnen eine neue in Leben nachgeschickt worden, innerhalb von fünf Tagen ungefähr. Und da wurde sie dann auch sogar eingebaut. Also ich finde auch toll, Roloff, wenn man was Langjähriges haben möchte, als Tourenrad, tolle Sache. Ich habe jetzt nochmal als Überleitung, 1981 kam das erste Zane Mountainbike. Aha. Ne, also da habe ich zwar noch nicht angefangen, aber... Wo kam das her? Weißt du, nee, da habe ich jetzt gar nicht so weit nachgelesen. Kam das aus den USA? Also wir haben das in 81, das Serien... Also ich habe mir auch ein Foto angeguckt, das waren so Stollenreifen drauf ja. Und sah eigentlich aus wie so ein normales Fahrrad. Das war jetzt nicht so heute diese Hightech-Dinger, die man da sieht. Ah. Ja, wir hatten das in Centurium, hat der Boss von Centurium, der hat die ersten Mountainbike von den USA hier rübergebracht. Da waren sie aber dann schon am Laufen so ein bisschen. Das sah immer so aus, die Mountie sind entstanden. Die Berge runterzufahren. Mit dem LKW hoch, hinten dann auf der Ladefläche die neuen Mountainbikes und dann wurde runtergefahren. Und da gab es auch keine Federgabeln und diesen nur den Spaß, wie Alpen-Ski, also Berge nur Runtergeschwindigkeit. Und ins Gelände und da runterfahren zu können, wo andere nicht fahren können. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe ihn mich nochmal. Ja. Das muss ich mal, vorbereitet. Ja, Dirk ist unterwegs. Also ich habe nämlich immer wieder, also ich bin ja nur, wenn ich unterwegs bin im Gelände, fahre ich ja immer noch. Du fährst ja sehr. Und da ich nicht so einen kleinen Kopf habe, ja, finde ich immer das Problem, dass der Markt nicht so viele Sachen hergibt, was auch auf meinen Bollerkopf passt. Ah ja. Und ich habe dann irgendwann ausfindig gemacht, von Bell, hier diesen Helm. Ja. Der passt auch gerade so auf meinen Kopf. Welche Größe hast du? Also 64, 68. Das muss ich erst mal gucken. Also auf jeden Fall war es die größte Größe, die ich kriegen konnte. Steht es da drin? L. Yeah. Es geht nur bis 11. 58 bis 62. Und das war so grenzwertig für mich. Ich finde den Helm toll. Man kann den hier aufklappen und das komplette vordere Visier abnehmen und dann ist es im Prinzip wie ein normaler Helm. Also den habe ich für mich so gefunden. Ich möchte jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber nur mal so als Tipp. Es gibt tatsächlich Helme. Es war hier auch schon integriert für die GoPro hier oben. Ja. Und diesen Kinnschutz, den kann man abnehmen. Also wenn man nicht jetzt mehrere Helme haben möchte, den finde ich den von Bell hier ganz hübsch. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Also man soll natürlich mehrere Helme haben für jede Gelegenheit. Aber es ist schon ganz gut, dass sowas hergestellt wird für die Sicherheit, wenn man im Gelände ist und wenn man mit hoher Geschwindigkeit da die Berge runter düst. Zweites Problem war, wenn einer große Hände hat, ist das wirklich äußerst schwierig, Geländehandschuhe zu finden in 4x XL oder sowas. Also ich habe tatsächlich welche gefunden von Fox. Und ja, es gibt sie. Man muss mal, Wilfried kann Infos geben. Also hier es gibt tatsächlich Handschuhe in 4x XL. Knieschützer ist das gleiche Problem. Es sind irgendwie immer diese dünnen Jungs. Ich habe tatsächlich Knieschützer gefunden in XL. Von POC, oder ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Die haben eine tolle Serie, halt Joint VPD. Da gibt es eine ganze Serie. Ellbogenschützer, Knieschützer und ich finde, die passen mir toll. Im Internet kann man das ganz gut raussuchen. Im Internet kann man das sehen, welche Größen die alle haben. Genau, da kann man sie ja bei dir dann bestellen. Und da kann man die bei mir oder auch im Internet bestellen. Aber also wie gesagt,
auch für etwas stärkere Knie. Also schützend ist immer wichtig. Und da sollte man schon darauf achten, dass man da eine gewisse Ausstattung denn hat, wenn man Sport treibt. Eins habe ich hier noch gefunden, das fand ich, so mal geguckt, was läuft momentan so richtig. Und kleine Räder kommen ganz groß momentan, habe ich dann irgendwie gelesen. Und dann dachte ich mir, ja, ich habe halt auch schon mehrere Räder irgendwie unten, aber ich habe dann noch manchmal gar keine Lust, diese großen Räder hochzuheben. Und dann würde ich ganz gerne auf so ein kleines zugreifen, was irgendwie steht, wo ich gleich mit lospesen kann. Das ist, sind ja die Falträder oder auch die kleinen kompakten Fahrräder und mit Motor, ohne Motor. Die sind also sehr gefragt. Die sind deshalb auch sehr gefragt, weil man sie in Campingwagen und ja, gut verstauen kann. In kleineren Wagen sogar, braucht man nicht außen zerlegen und nicht draußen auf der Anhängerkupplung dann rumfahren. Also die 20 Zoller. Mit Motor, ohne Motor sind immer mehr gefragt. Sie fahren wie ein großes Fahrrad von der Geometrie her und ja, einfach kompakt. Du hast ja auch einige da. So wir haben da eine große Auswahl an diese Modellreihe. Was ist die also eigentlich kann man schon sagen, irgendwann sagte mir mal einer, der Trend geht zum Zweitfahrrad. Eigentlich kann man sagen, geht fast zum Drittfahrrad, oder? Also ich kann mir so viele Fahrräder aussuchen, also ich müsste eigentlich zwei Garagen mieten. Also durch die heutigen Techniken und Modellarten gibt es ja endlose von den Packeseln, von den Lastenfahrrädern, von den Rennrädern und von den Fatbikes und für jede Gelegenheit, für jede, wie in der Autobahn, die das auch ist, oder Motorrad, wir haben das in den letzten 15 Jahren solche Entwicklung und diesen Schritt weit nach vorne jetzt noch durch den Elektromotor ist es ein Freizeitbereich, ein Freizeitbegleiter für die Mobilität, für die Freizeit und auch für das tägliche, für die Stadt und für die Stadt auch das gute Klima noch zu retten, was wir in Hamburg ja auch wollen und als Fahrradstadt auch irgendwie dort beitragen sollen. Dass wir mehr mit dem Fahrrad fahren und dass wir einfach auch die Politik, die es unterstützt, auch wir unterstützen und mithelfen, dass wir ein gutes Klima hier in Hamburg haben und behalten und noch erhöhen. Ja, so haben wir eine kleine Zeitreise durch die vielen Sachen, die es noch gibt. Wir machen nächstes Mal noch ein etwas intensiveres für einen kleineren Bereich. Aber wir versuchen immer die neuesten Termine, was wichtig ist für die Mobilität mit dem Fahrrad. Und wie gesagt, Karlshöhe am 27. April, das ist der Donnerstag, 18.30 Uhr, da warten wir Sie auf Sie und auf die Diskussionsrunde. Ist Politik dabei? Und aus Wissenschaft und aus Ingenieure sitzen da und wir sind auch da. Bis bald. Alles klar. Ja, ich würde auch sagen, erste Sendung ist für Carsten. Ja. Alles Gute. Tschüssi. Bye, bye.